Ghost Recon Frontline ist der Tod für Ghost Recon. Frontline ist der Sargnagel für das Ghost Recon Franchise. Ich hab's zwar nicht gespielt, aber ich weiß jetzt schon, dass es kacke ist. Ihr habt euren Ärger über Ghost Recon Frontline in die Welt hinaus posaunt und Überraschung, Ubisoft hat es scheinbar gehört. Denn gestern hat der Ghost Recon Frontline Twitter-Kanal getwittert, dass der Closed Test, also diese geschlossene Alpha, Beta, was auch immer, die eigentlich diese Woche starten sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Was das für die Entwicklung des Spiels bedeutet, weiß ich nicht. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass jetzt Optionen abgewägt werden, welches Feedback in das Spiel integriert werden kann. Es könnte natürlich auch sein, dass Frontline jetzt in der Development-Hölle verschwindet und dann dort für immer bleibt, also im Grunde abgesagt wird. Was ich persönlich sehr schade fände, denn ob du es glaubst oder nicht, Frontline hat Spaß gemacht. Und es macht auch bestimmt immer noch Spaß, wenn einiges an Feedback umgesetzt wurde, wie zum Beispiel eine Third-Person-Perspektive. Es bleibt spannend, ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt und wie sich das Ganze entwickelt, aber ich halte dich natürlich hier immer auf dem Laufenden. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.